Morgen habe ich verpennt. Nee. 3:07. Ich ein bisschen länger geschlafen heute. Die Nacht war ruhig. Warm. Und Tiere sind auch keine vorbeigelaufen. Ja, ich will jetzt ein bisschen lange im Zimmer packen. Mal gucken, Kaffee werde ich vielleicht draußen irgendwo trinken oder. Ist ja nicht mehr weit bis nach. Wo muss ich hin? Ja, muss mal gucken. Und dann werde ich vielleicht dort einen Kaffee trinken. Dann werde ich in den Zug steigen und werde nach Hause fahren. Okay, dann packe ich mal zusammen. Das war noch mal ein Stück hier rauf. Aber ich habe ja 20 Kilo mehr im Gepäck. Und hier habe ich ja auch was abgenommen. Das geht alles viel leichter. Ja, die Tour neigt sich dem Ende entgegen. Was bleibt zu sagen? Es war eine super Tour. Ja, ich habe viel gesehen, viel erlebt, viele sehr schöne Felsen gesehen. Felsen, die plötzlich aus dem Boden rausragen, wie der Rabenfelsen. Da war drumherum nichts. Ja, es war anstrengend, aber schön. Und es ging von Tag zu Tag einfacher. Mir hat das dann am Schluss gar nichts mehr ausgemacht. Muss ich wirklich sagen, das ist dann ruckzuck waren die Kilometer weg und ruckzuck war ich am Ziel. Ich muss dann sagen, es kommt wirklich drauf an, man soll gescheites Gepäck, also gescheite Ausrüstung haben, wenn man so die Tour macht. Das ist eigentlich das A und O, denn keine gescheite Ausrüstung kann einem alles versauen. So, ich habe noch 4 Kilometer bis nach Hauenstein. Dann muss ich gucken, dass ich einen Zug kriege. Und dann fahre ich nach Hause. Ja, so schnell gehen 5 Tage rum. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns bei YouTube. Tschüss.